Eigentlich wollen wir alle Hufflepuffs sein. Im Harry Potter Universum ist Hufflepuff ein wenig verrufen als die Langweiler, die Dummies, die keiner mag. Dies ist auch schon in der Popkultur angekommen, wie zum Beispiel bei Modern Family. Ich habe meinen Frust an Harry Potter ausgelassen. Jetzt echt ein Gryffindor, der sich von seiner Mom den Quidditch-Besen tragen lässt? Wie Hufflepuff ist das denn? Oder auch zuletzt bei den Rocket Beans gesehen. Ja, aber Hufflepuffs sind für mich die Typen, das sind die, die aufs Maul kriegen, die in die Mülltonne gesteckt werden. Ja. Und der Tenor herrscht allgemein. Alle denken, die coolsten sind Gryffindor oder Slytherin und wenn man in Ravenclaw ist, ist man intelligent. Doch sind wir mal ehrlich, wenn wir Leute beschreiben, mit denen wir rumhängen oder Leute Attribute von uns beschreiben, dann wollen wir am Ende doch alle ein Hufflepuff sein. Was meine ich damit? Gryffindors sind mutig, entschlossen und tapfer. Das ist sicherlich eine nette Eigenschaft, doch in einer Freundschaft bringen die einem eher wenig, wenn man immer jemanden hat, der viel mutiger als einer ist, der immer entschlossen auf Sachen zugeht. Klar kann man sich da gern mal ranhängen, aber wenn man wen zum Reden braucht, ist es eher schwierig. Der sprechende Hut sagt zwar über Slytherins, dass man in Slytherin noch wahre Freundschaft findet, aber stolze, ehrgeizige, hinterlistige Leute, die auf Selbsterhaltung aus sind, sind jetzt auch nicht so die Leute, auf die ich in meinem Alltag unbedingt Bock habe. Ravenclaws sind sicherlich cool, um dir was beizubringen als Nachhilfelehrer oder als jemand, der dich einfach voranbringt, da sie scharfsinnig sind, gerne lernen und Weisheit in sich tragen. Doch wenn ich jemanden suche, mit dem ich gerne meine Zeit verbringe, dann sind die Attribute, die man haben will, doch eher Leute, die geduldig sind, die loyal sind und die Hingabe haben. Und das ist eben alles ein Hufflepuff. Ich gebe zu, ein Gryffindor wäre auch noch cool. Wie gesagt, mutig und entschlossen kann hilfreich sein, gerade wenn man irgendwie Probleme hat. Aber eigentlich will man doch einen geduldigen, loyalen Freund an seiner Seite haben, der mit einem durch dick und dünn geht. Und deswegen wollen wir im Endeffekt doch eigentlich alle Hufflepuffs sein oder zumindest als Freunde Hufflepuffs haben. Und deswegen ist Hufflepuff auch das beste Haus. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum Hufflepuffs in Hogwarts auch sicherer leben als zum Beispiel Harry Potter, dann klickt auf dieses Video.